möchte ich an Wolfgang Schröder dann weitergeben. Dankeschön. Ja, mein Name ist Wolfgang Schröder. Ich bin hier Lehrstuhlinhaber für den Bereich politisches System der Bundesrepublik Deutschland. Das ist für uns eine kleine Premiere in zweifacher Hinsicht. Erstens, dass wir die Zusammenarbeit mit dem hiesigen Verein praktizieren, worüber uns wir sehr freuen, weil unser Anliegen auch darin besteht, die bei uns verhandelten Inhalte auch in die Bürgergesellschaft zu transportieren und mit ihnen systematisch die großen Herausforderungen zu diskutieren. Und es ist in zweitem Sinne eine Premiere, weil Andreas Schmitz und ich, wir kommen beide aus der Eifel, dass wir hier in Kassel diese Veranstaltung mit diesem lokalen Hintergrund durchführen können. Und unser Hauptreferent des heutigen Abends, der kommt aus Rheinland-Pfalz. Es ist also eine starke Dominanz von Rheinland-Pfalz in Nordhessen heute Abend. Ja, das Thema des heutigen Abends ist die da kommende Bundestagswahl. Diese Bundestagswahl findet in der Tat in recht brisantem Fahrwasser statt. Wir haben eine Politisierung der Gesellschaft, wie wir sie schon lange nicht mehr hatten. Wir haben bis vor einem Jahr diskutiert über die zurückgehende Wahlbeteiligung, über das Desinteresse der Bürger an Politik und Parteien und Wahlen. Und wir sind seit etwa ein, zwei Jahren damit konfrontiert, dass die Wahlbeteiligungen steigen, dass die gesellschaftlichen Debatten polarisierter geführt werden, dass die Frage, um was es geht, doch eine stärkere Mobilisierung bis in Bereiche hinein, die sich bis vor kurzem kaum für Politik interessiert haben, stattfindet. Und wir wollen einen Beitrag dazu leisten, dass das Ganze nicht im postfaktischen Zeitalter untergeht, sondern auf der Grundlage von Werten, von Interessenlagen, die man transparent machen kann, diskutiert wird. Sie haben erlebt in den letzten Monaten, dass mit Trump, mit Brexit, mit der Flüchtlingskrise und vielen anderen Dingen die Debatten nicht mehr ganz so geruhsam verlaufen, wie wir das noch einige Jahre zuvor kennengelernt haben. Das heißt, es geht um was. Es geht um die Zukunft dieser Republik und das ist nicht nur eine abstrakte Debatte, die in der Berliner Blase ihren Platz hat oder irgendwo in den Medien, sondern das hat auch unmittelbar etwas mit Kassel zu tun. Weil wir diskutieren über die Frage, wie die da in Turbulenzen gekommene Welt insgesamt besser reguliert und menschlich gemacht werden kann. Das heißt ganz konkret, wie können wir Flüchtlinge hier angemessen aufnehmen und ihnen eine Chance in unserer Gesellschaft bieten. Wir diskutieren über die Zukunft der Digitalisierung. Diese Frage ist eine, die bedeutet, dass kaum noch ein Arbeitsplatz in Zukunft so bleiben wird, wie wir ihn kennen. Wir diskutieren über die Zukunft der Automobilindustrie. Baunatals Zukunft ist nicht gesichert, selbst wenn es einen Zukunftsplan 2030 gibt, sondern da muss hart gekämpft werden, da sind wichtige Weichenstellungen notwendig, um die Herausforderungen der postfossilen Herausforderung Industrie bewältigen zu können und das hat was mit Kassel unmittelbar zu tun. Insofern wollen wir hier das tun, was man unter dem Stichwort Glokalisierung lange Zeit diskutiert hat, den Bogen spannen von unseren lokalen Interessen hin in die weite Welt und der Raum für diese Frage ist der Bundestagswahlkampf, weil in einem Bundestagswahlkampf im gut verstandenen Sinne soll es um einen Wettstreit der Ideen gehen. Wer hat gute Ideen, um diese Gesellschaft, um diese Wirtschaft so zu gestalten, dass die bestmöglichsten Alternativen zum Zuge kommen, dass die Lebensqualität für die Mehrheit der Menschen verbessert werden kann und dass der Begriff der Reform wieder seinen ursprünglichen Inhalt zugeordnet werden kann, dass es nämlich besser wird. Und dafür wollen wir diese heutige Veranstaltung nutzen. Und wir machen das jetzt schon seit einigen Jahren, vor allen Dingen in der Universität, dass wir regelmäßig zu den Wahlen, seien es Kommunalwahlen, Landtagswahlen, Europawahlen, Bundestagswahlen, eine Veranstaltung anbieten, wo wir auf der einen Seite Kassler Direktkandidaten die Möglichkeit geben, ihre Sicht der Dinge darzustellen und ihnen die Möglichkeit, Fragen, Antworten, Perspektiven zu äußern. Und zum Zweiten, und das ist unser Verständnis
Als Universität wollen wir auch einen Wissenstransfer leisten. Dafür haben wir heute Abend Professor Thorsten Faas eingeladen, der gegenwärtig einen Lehrstuhl für empirische Politikforschung an der Universität Mainz innehat. Er hat studiert in der Universität Bamberg und an der LSI in London und ist einer der führenden jungen Wahlforscher dieser Republik, von dem Sie noch ganz viel hören werden in den nächsten Jahren, weil er in der Lage ist, diese komplizierten Zusammenhänge in einer einfachen, klaren Sprache zu vermitteln. Und er selbst versteht sich nicht nur als Transporteur von Zahlen und Objektivitäten, sondern er hat selbst ein gewisses Maß an Leidenschaft. Und das ist, glaube ich, eine gute Voraussetzung, um am heutigen Abend Sie und uns alle zu beeindrucken. In diesem Sinne, Thorsten, du hast das Wort. Ja, vielen Dank, lieber Wolfgang Schröder, auch an Kassel-West für die Einladung heute Abend hier nach Kassel. Wir erleben ja gerade, dass bestimmte Personen zuerst sehr hoch gejazzt werden und dann sehr tief fallen. Insofern war die Einleitung natürlich gefährlich, könnte man sagen, weil Sie jetzt Erwartungen haben, die ich unmöglich einhalten kann. Ich werde trotzdem versuchen, wo ich mich schon auf den weiten Weg von Mainz hier nach Kassel gemacht habe, ein wenig einen Einblick zu geben in das, was akademische, universitäre Wahlforschung heute mit Blick auf Wahlen versucht zu erforschen. Sie sehen hier vorne schon, was ich programmatisch über die Viertelstunde, 20 Minuten, die ich mir hier vorgenommen habe, geschrieben habe, Wahlen in Zeiten der Unsicherheit. Da kann man auch ganz selbstkritisch sagen, das gilt auch für Demoskopie, für Wahlforschung. Auch wir stehen vor neuen Fragen, vor offenen Fragen, für die wir noch nicht unbedingt an jeder Stelle Antworten haben. Und insofern sind es für uns alle, glaube ich, ganz, ganz spannende Zeiten. Jetzt können Sie sagen, Wahlen in Zeiten der Unsicherheit, eigentlich ist doch alles klar. Das ist das personelle Duell, was uns im September bevorsteht. Martin Schulz hat auch dieser Tage nochmal gesagt, ab sofort geht es darum, ob Angela Merkel oder eher Martin Schulz ab September die Bundesregierung führen wird, die zukünftige Bundeskanzlerin oder der zukünftige Bundeskanzler sein wird, damit sie nicht nur sagen, ich rede hier über die beiden großen Parteien, könnte man auch mit Blick auf Nordrhein-Westfalen sagen, es deutet sich doch jetzt schon an, wie auch der zukünftige Deutsche Bundestag aussehen wird. Es ist ziemlich wahrscheinlich, dass 6 Fraktionen im zukünftigen Deutschen Bundestag vertreten sein werden. Also was soll eigentlich dieses Gerede über Unsicherheiten? Naja, Sie sehen selber vielleicht, dass es jetzt so ein bisschen ein Strohmann ist, den ich hier aufbaue, denn natürlich gibt es Unsicherheiten. Ja, Sie kennen vielleicht diesen Herrn, das ist übrigens ein offizielles Twitter-Foto, kein irgendwie böse von mir ausgewähltes Foto. Und wenn Sie dann diese Bilder immer sehen, wo er irgendeinen Executive Order unterschrieben hat, naja, dann löst es doch vermutlich in den allermeisten von uns gewisse Gefühle von Unsicherheit aus. Wegen inhaltlichen Positionen, aber vor allem auch, weil wir hier einen Stil erleben, den wir so unbedingt bisher nicht von einem amerikanischen Präsidenten kannten. Und das schafft einfach, da muss man jetzt gar nicht Nordkorea erwähnen, aber das schafft einfach Unsicherheiten. Wir müssen aber nicht über den Atlantik gucken, wir können auch einfach in Europa mal um uns herum schauen. Also nicht nur wird überall gewählt plötzlich, wo wir mit gar keinen Wahlen gerechnet hatten, jetzt zuletzt in Österreich noch Wahlen, sehr zur Freude der Kollegen dort immer aus der Wahlforschung, die dann innerhalb von wenigen Wochen neue Studien aus dem Boden stampfen müssen, aber das ist nicht unser Thema, aber auch die Europäische Union, die für Deutschland nun wahrlich nicht irgendetwas ist, ist in unsicheres Fahrwasser geraten. Das hat auch hiermit was zu tun. Der Brexit, der trotz einer bevorstehenden Wahl in Großbritannien nicht zur Debatte steht, aber zur Debatte steht oder offen ist zumindest, was das eigentlich mit der Europäischen Union und damit natürlich auch mit Deutschland macht. Wir kennen auch diese Bilder, auch wenn wir sie nicht mehr ganz so häufig sehen, zumindest in dieser linken Variante. Aber natürlich ist auch die Flüchtlingssituation, die wir in Deutschland haben, weiterhin ein bestimmendes, ein sehr präsentes Thema, das viele Menschen, vielleicht auch viele hier im Raum, umtreibt, das auch Gefühle von Unsicherheit durchaus vermittelt. Und das ist dann eine offene Frage, wie Menschen sozusagen mit dieser Unsicherheit umgehen. Das kennen wir auch, zum Glück nicht so häufig, machen wir 3 Kreuze, dass das so bleibt. Aber auch sozusagen die Frage des Terrorismus ist etwas, was viele Menschen umtreibt und auch das schafft Unsicherheit. Okay,
wenn Sie das erstmal so akzeptieren, und es ist keine Liste, die hier irgendwie erschöpfend sein soll, aber Sie sehen, dass durchaus viele Facetten, die Gefühle von Unsicherheit auslösen, die aktuelle Debatte prägen. Jetzt kann man einen Moment innehalten und sagen, das ist doch eigentlich nicht schlecht. Für eine politische Wahl, eine richtungsweisende Wahl, wäre es doch eigentlich schade oder sogar schlecht, wenn es keine Debatten gäbe, wo eigentlich die Zukunft unseres Landes liegen soll. Also wenn alles sicher wäre, keine offenen Fragen da wäre, solche Wahlen kannten wir ja auch schon, wo wir dann immer hören, eigentlich ist alles alternativlos, es geht um nichts, und dann wissen wir alle gar nicht so recht, warum wir zur Wahl gehen sollen. Also könnte man doch positiv gewendet sagen, naja, in diesen turbulenten Zeiten, da geht es auch wieder darum, den Wählerinnen und Wählern, uns allen klarzumachen, wo die Reise eigentlich hingehen soll. Und das ist doch für eine Wahl, für einen Wahlkampf, für politisierte Zeiten eigentlich eine gute Sache. Okay, aber dann stellt sich natürlich die Frage, und im Titel für das heutige Programm taucht ja auch der Umbruch des Parteiensystems auf, können die Parteien, die wir kennen, oder auch neue Parteien, die jetzt auf der politischen Bühne agieren, können die diese Konflikte, diese offenen Richtungsfragen eigentlich abbilden? Und das ist dann schon eine spannendere Frage, weil wenn Sie sowas, an sowas denken wie den Brexit oder die Zukunft der Europäischen Union, dann ist es eigentlich etwas, was wir über viele Jahrzehnte in keiner Weise diskutiert haben, was eigentlich sozusagen zur, manche würden sagen Staatsräson, aber zumindest zu den Grundpfeilern, Sie können auch ins Grundgesetz gucken, zu den Grundpfeilern der Bundesrepublik Deutschland gehört. Es wird auch keine Partei geben, die sagt, uns ist eine terroristische Bedrohung egal. Was ich damit sagen will, ist, wie sich diese Konflikte, von denen ich Ihnen gerade einige wenige exemplarisch aufgeführt habe, wie die sich eigentlich in Debatten im Wahlkampf übersetzen und welche Formen das annimmt, das wissen wir nicht so genau, vielleicht sehen wir es ja heute Abend ansatzweise, wie solche Diskussionen aussehen können. Aber einfach ist es jedenfalls nicht. Wir haben nicht mehr nur einfach diese Frage, etwas holzschnittartig jetzt formuliert, wollen wir mehr oder weniger Steuern, wollen wir mehr oder weniger Sozialabgaben, wo wir über viele Jahre und Jahrzehnte gelernt haben, wie sich solche Debatten in Wahlkämpfen führen lassen, welche Vorschläge es da gibt, sondern wir haben neue Fragen, die auch sozusagen von der Struktur her anders sind. Und wenn Sie jetzt an Christian Lindner denken und feststellen, dass er sich plötzlich ziert, in eine schwarz-gelbe Koalition in Nordrhein-Westfalen einzutreten, dann kann man sagen, okay, das ist Taktik und es passt vielleicht nicht so in die Gesamtstrategie der FDP, darum geht es mir gar nicht. Man könnte auch sagen, wenn Sie genau zuhören, dass diese beiden Parteien, die über viele Jahre und Jahrzehnte gerade in ökonomischen Fragen sich sehr nah waren, dass sie das dort durchaus immer noch sind, dass wir aber andere Debatten gerade führen. Schleierfahndung so als Stichwort, wo Christian Lindner und Armin Laschet sagen, da sind wir überhaupt nicht einer Meinung. Und deswegen ist auch keineswegs gesichert, ob wir hier zusammenkommen. Und das ist wieder so ein Beispiel, wo wir merken, da ist gerade was in Bewegung. Oder anders formuliert, die Zeiten sind unsicher. Unsichere Zeiten, ich will zum nächsten Block kommen, zu dem ich so ein paar einleitende Worte für den heutigen Abend machen will. Unsichere Zeiten könnten ja bedeuten, ja okay, es gibt Unsicherheit, wie reagieren wir darauf? Wir informieren uns. Wir suchen nach Informationen, um diese Unsicherheit für uns aus der Welt zu schaffen. Und dann sind wir aber, wenn Sie so wollen, beim nächsten unsicheren Thema, weil wir auch Informationen nicht mehr in gleichem Maße, das lesen wir zumindest oft, vertrauen können, wie das vielleicht früher mal der Fall war. Also das, was hier steht, Reaktion auf Unsicherheit und Verunsicherung, Nachrichten, Fakten, Informationen, gilt nicht mehr, wenn dann plötzlich sowas hier, Alternative Facts hieß es in den USA mal, Filterbubble, Echo Chamber, die Begrifflichkeit ist sehr amerikanisch, sage ich gleich ja noch einen Satz zu, Lügenpresse, das sind so amerikanische Medienproduzenten, Breitbart, Fox News, Social Bots, keine Sorge, wenn Sie damit nichts anfangen können. Ich sage erstens noch ein paar Sätze dazu gleich und manche würden auch sagen, es ist vielleicht eh auch überschätzt. Aber trotzdem, was ich damit sagen will, ist auch die Frage, welchen Informationen können wir eigentlich vertrauen und welchen nicht, ist eine, die wir intensiver denn je diskutieren in diesen Tagen. Und das macht es natürlich für Wahlen und Wahlkämpfe, und auch Wahlkämpfer nicht unbedingt leichter.
Das ist mein Kollege Oliver Quiring, der mir kein Geld dafür gegeben hat, dass ich das Foto hier zeige. Aber der hat eine Studie gemacht, wo man sieht, das Vertrauen in Medien nimmt in bestimmten Teilen der Gesellschaft zu, während es in anderen Teilen der Gesellschaft abnimmt. Also selbst die Frage, ob man Medien vertrauen kann, ist eine, die umstrittener denn je ist. Und wie gesagt, das macht Debatten nicht unbedingt leichter. Wenn ich eins mal rausgreifen darf hier, dann sind es diese Fake News. Es ist ja fast schon schick. Ich hoffe, niemand von Ihnen sagt das Wort heute Abend, weil eigentlich brauchen wir dieses Wort nicht. Wir haben genug kulturelle Errungenschaften, könnte man sagen, in unserer Sprache. Und da geht es mir jetzt gar nicht darum, das Englische schlecht zu machen, sondern es geht mir eher darum, klarzumachen, dass wir, indem wir für ein Phänomen einen neuen Begriff verwenden, auch gewisse kulturelle Traditionen einfach abschneiden und plötzlich anders auf Dinge reagieren, weil wir sie Fake News nennen, sie vielleicht auch ganz anders bewerten, als wenn wir andere Begriffe, die wir verwenden würden, die wir verwenden könnten, heranziehen würden. Denn man kann schon fragen, wie neu sind eigentlich, ist das Phänomen von Fake News? Wenn wir sagen, ein Fake News ist eine Information, die wahrheitswidrig ist, erstens. Zweitens könnte man noch überlegen, ob damit bestimmte Intentionen verbunden sind. Ob ich also, indem ich eine Fake News über Hillary Clinton verbreite, das nicht nur eine Art Zeitungsente ist, die irgendwie witzig sein soll oder ein Versehen, sondern dass es etwas ist, was ganz bewusst zum Schaden von Hillary Clinton in die Welt gesetzt wird oder von wem auch immer. Trotzdem könnte man natürlich sagen, irgendwann früher hätte man mal gesagt, das ist einfach eine Lüge oder eine dreiste Lüge, um sogar diese Intention mitzunehmen. Und wie wir mit einem Lügner umgehen oder wie wir mit einer Lüge umgehen, das wüssten wir, glaube ich, das haben wir gelernt, dafür gibt es bestimmte kulturelle Errungenschaften. Wie wir mit Fake News umgehen, darüber debattieren wir jetzt schon ganz, ganz lange. Ich spitze es ein wenig zu, das erlauben Sie mir heute Abend auch mal. Aber mein Punkt ist sozusagen, dass das Phänomen neuer Medien von Digitalisierung manchmal auch dazu führt, dass diese neuen Begrifflichkeiten dazu führen, dass wir Debatten führen, die wir eigentlich schon lange geführt haben und zu denen wir eigentlich auch Antworten durchaus hätten. Dass das nicht ganz neu ist, und es geht mir nicht um diese drei Personen, wie ich überhaupt jetzt in meinem Vortrag nichts zu einzelnen Parteien oder Kandidaten oder Personen transportieren möchte, aber dass wir auch nicht aus einer Zeit kommen, in der alles gut war und man sich immer einig war und man sich nie wechselseitig vorgeworfen hat, dass der andere lügt. Sie erinnern sich vielleicht an den, nicht das TV-Duell 2013, daran erinnern sich vielleicht auch Merkel gegen Steinbrück, aber am Montag danach gab es den Dreikampf zwischen Gregor Gysi, Rainer Brüderle und Jürgen Trittin. Und die Zitate hier unten, Sie lügen, nein, Sie lügen. Also das war schon eine heftige Debatte, wo man jetzt auch nicht unbedingt sagen konnte, dass die sich immer an jeder Stelle erstens einig waren und auch zweitens einen gepflegten Diskurs geführt haben. Also auch an der Stelle müssen wir manchmal ein bisschen innehalten und uns fragen, ob wir nicht alte Zeiten an der Stelle so ein wenig glorifizieren. Zuspitzung, Wettbewerb, Streit, auch mal eine zu, wie soll man sagen, also eine Zuspitzung, die einer ganz harten, einem Faktencheck, würde man heute vielleicht sagen, dadurch so ein bisschen ins Wackeln gerät. Das ist eigentlich gute Tradition in Wahlkämpfen. Und es macht es auch dann vielleicht leichter, auch mal in einen Streit zu kommen. Und Streit kann ja auch durchaus was Produktives sein. Insofern wäre mein Plädoyer an der Stelle erstens begrifflich ein bisschen aufpassen, ruhig auch mal Begriffe verwenden, die wir kennen. Und zweitens auch nicht so tun, als wäre früher alles sozusagen eitel Sonnenschein gewesen. Ein Satz noch zu Social Media, ich habe es mir extra dahingeschrieben, damit ich es nicht vergesse. Oft heißt es ja dann, die neuen Medien, die sind eigentlich schuld, dass wir so heftig diskutieren. Und kein Mensch präzisiert es eigentlich, was damit gemeint ist. Ich weiß jetzt nicht, ich will auch keine Abfrage jetzt starten, ich weiß nicht, wer von Ihnen Facebook nutzt, Twitter nutzt, irgendwas anderes von sozialen Netzwerken nutzt. Aber jeder, der es tut, der wird vermutlich erkennen, dass die öffentliche Debatte rund um soziale Netzwerke, gerade wenn es um Politik geht, unfassbar vereinfachend ist. Diese pauschale Verurteilung von Social Media als Grund allen Übels, die lässt sich, glaube ich, eigentlich in letzter Konsequenz nicht unbedingt aufrechterhalten. Wenn Sie mit Ihrem besten Freund heute auf Facebook sich austauschen,
sei es in so einer Art Chat, also in der persönlichen Kommunikation, sei es über eine Timeline, dann bleibt es eine Kommunikation zwischen Ihnen und Ihrem besten Freund. Und das ändert nichts daran, dass das plötzlich technisch vermittelt ist. Wenn Sie der Frankfurter Rundschau oder der Frankfurter Allgemeinen Zeitung oder einer Zeitung Ihrer Wahl auf Facebook folgen, dann erwarten Sie auch dort bestimmte Informationen von dieser Informationsquelle. Und dann ist es egal, ob Sie das auf Papier, als PDF oder auf Facebook lesen. Damit erwarten Sie einfach bestimmte seriöse Informationen. Und wenn Sie einer Partei, gleich welcher Partei auch immer, folgen, dann erwarten Sie auch von dieser Partei an der Stelle etwas, das Sie früher vielleicht am Wahlkampfstand oder in dem Flyer oder in einer Anzeige oder was auch immer erwartet hätte. Also auch da sollten wir vielleicht manchmal etwas innehalten und nicht so tun, als seien die sozialen Netzwerke, die es in dieser Form eh nicht gibt, schuld an allem. Da wäre manchmal auch ein etwas differenzierender Blick hilfreich. Ich habe noch zwei Punkte dabei für Sie, um meinen Unsicherheitspunkt vom Anfang nochmal aufzugreifen. Also erstmal ist das die Frage, um die es dann geht. Wie können wir diskutieren in diesen unsicheren Zeiten? Und ich glaube, dann sind Veranstaltungen wie die, die wir heute Abend hier erleben und die Sie vor allem erleben und für die Sie sich entschieden haben, hilfreich, weil das ist dann überhaupt nicht technisch vermittelt. Da sehen Sie einfach real handelnde Personen, die für ihre Standpunkte eintreten, die sich auseinandersetzen. Und es ist in einem solchen Wahlkampf eine wichtige Sache. Denn es ist nicht selbstverständlich, dass wir diskursfähig bleiben. Ich meine, das ist vielleicht schon ein Problem von sozialen Netzwerken, dass wir diese Abkapselungsprozesse haben. Die einen reden nur mit ihren Anhängern, die anderen reden nur mit ihren Anhängern. Aber wirklich zusammen reden wir vergleichsweise selten. Und deswegen sind solche Foren wie heute Abend wichtig. Zweiter Punkt, und das ist dann schon ein Punkt, über den man auch immer wieder nachdenken muss. Wolfgang Schröder hat die Wahlbeteiligung angesprochen. Wir haben immer noch weite Teile, sicherlich auch in Kassel, Stadtteile, wo wir extrem niedrige Wahlbeteiligungsraten haben. Und ich habe es mal hier aufgehängt an diesem Fake News Begriff. Man könnte sich durchaus auch fragen, ob unser viel größeres Problem nicht ist, dass wir bestimmte Teile unserer aller Gesellschaft mit politischen Informationen überhaupt nicht mehr erreichen. Und darüber reden wir eigentlich vergleichsweise wenig. Aber das sollten wir vielleicht, denn vielleicht ist das sogar letztlich das größere Problem. So, jetzt die beiden Punkte, die ich noch mitgebracht habe. Demoskopie. Sorry, ich kann keinen Vortrag halten, ohne dass ich zwei Sätze zur Demoskopie sage, weil mich das sehr interessiert. Umfrageforschung, sicherlich auch ein Faktor von Unsicherheit. Leser der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung haben irgendwann mal diesen Graphen hier, dieses Schaubild gesehen. Das ist die Wahrscheinlichkeit, dass Donald Trump der nächste Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika sein würde. Und das ist die Kurve im Verlauf des Wahlabends. Und besser können natürlich Meinungsforscher nicht zeigen, dass sie an dem Abend jetzt nicht ihren besten Abend hatten, vorsichtig formuliert, weil das fängt hier bei 20 an und endet dann da oben bei 100. Also hier wird sekundengenau dokumentiert der Absturz der Meinungsforscher, wenn Sie so wollen. Ich will jetzt nicht auf die Gründe im Detail eingehen, obwohl die sehr spannend sind. Es hat ein bisschen was damit zu tun, dass Meinungsforscher ihre Objekte, nämlich uns alle, nicht mehr so gut erreichen, dass manche vielleicht auch nicht mehr so gerne mitmachen. Es ist jedenfalls nicht irrelevant, auch für diesen Wahlkampf oder für dieses Wahljahr 2017. Wenn Sie mal Nordrhein-Westfalen sich angucken, ich entschuldige mich bei Ihnen da hinten, dass das jetzt so ein bisschen klein ist, aber das sind Umfragezahlen aus dem Vorfeld der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen. Und wenn Sie mal hier unten gucken, das sind drei Umfragen, die sind innerhalb von 5 Tagen veröffentlicht worden. Also ein relativ enger Zeitraum, könnte man sagen. Da sehen Sie für die CDU-Werte zwischen 27 und 34. Bei der SPD war man sich relativ einig, dass sie so um die 35% kriegt. Stimmte irgendwie teilweise am Ende, könnte man sagen. Grünen, das hat gepasst. FDP zwischen 7 und 12. Linke zwischen 5 und 8. Am Ende waren es 4,9. Politisch auch nicht so ganz irrelevant, könnte man sagen. Und die AfD zwischen 7 und 11. Also, Demoskopie ist auch in diesen Zeiten in Deutschland nichts mehr, auf das wir uns hundertprozentig verlassen können, wo wir also lernen müssen, auch mit Unsicherheit umzugehen. Das hat übrigens auch die 18-Uhr-Prognose am Sonntag gezeigt in NRW. Da stand nämlich für die CDU eigentlich eine 34,5 und am Ende waren es 33.
Und wenn man das mal sich so als Gedankenexperiment irgendwie umgekehrt vorstellt, dann wäre Hannelore Kraft sicherlich nicht um 18.15 Uhr zurückgetreten, wenn man die SPD überschätzt hätte und die CDU unterschätzt. Also, was ich damit sagen will, ist, das ist alles nicht irrelevant. Mein allerletzter Punkt, das überspringe ich mal, Koalitionen. Fragen Sie sich vielleicht selber mal kurz, ob Sie eine Koalitionspräferenz haben, ob Sie also sagen könnten, welche Lieblingskoalition Sie eigentlich auf Bundesebene haben oder hätten, muss man ja eigentlich sagen, weil das so unglaublich kompliziert geworden ist. Ich habe mir hier so ein Dreisprungbild mitgebracht. Im ersten Schritt müssten Sie das tun, wozu ich Sie gerade eingeladen habe. Sie müssten sich überlegen, wie Sie eigentlich verschiedene Koalitionsmodelle bewerten. Rot-Grün, Schwarz-Gelb, Dreierkonstellationen, Große Koalition, Jamaika, was wir also hören in diesen Tagen, wie bewerten Sie das eigentlich? Dann kann man sagen, super, dass Sie die irgendwie bewerten und dass Sie vielleicht sogar eine Lieblingskoalition formulieren können, aber wahrgenommene Signale, wollen die Parteien das überhaupt? Kann ja sein, dass Sie in NRW zum Beispiel total gerne eine Ampelkoalition oder eine Jamaika-Koalition oder irgendeine andere Koalition gehabt hätten, von denen die agierenden Parteien aber sagen, nicht mit uns. Also insofern sehen Sie hier eine zweite zentrale Bedingung und die letzte ist natürlich Erwartungen. Schafft es diese Koalition? Reicht es für die? Wird die am Ende eine Mehrheit haben? Und das alles macht diese Koalitionsüberlegungen für uns als Wählerinnen und Wähler, aber auch für die Parteien. Und ich bin gespannt, was vielleicht heute Abend auch dazu von Seiten der Kandidaten zu hören sein wird. Das macht es unglaublich schwierig. Und es ist insofern natürlich von Bedeutung, weil wir davon ausgehen können, dass am Ende eine Koalition regieren wird. Und natürlich ist es nicht egal, welche das sein wird. Und das ist tatsächlich etwas, das auch hier viele Jahrzehnte gelebte Praxis in Frage stellt und wo wir alle lernen müssen und es fällt uns eben manchmal nicht so leicht. So sieht es aktuell aus in Deutschland, in deutschen Landtagen, unfassbar komplex, welche Koalitionsvielfalt wir haben und die Ironie der Geschichte, könnte man fast sagen, die hätte nicht besser sein können, weil wenn es wirklich zu einer schwarz-gelben Koalition an Rhein und Ruhr in NRW kommt, dann kommt nochmal ein zusätzliches Modell hier auf der Ebene der Landtags-, der Länder, der Bundesländer dazu. Gibt es nämlich aktuell gar nicht mehr. Sodass wir noch ein zusätzliches Koalitionsmodell haben, wenn wir hier in NRW eine schwarz-gelbe Koalition haben. Unglaublich komplex, macht es nicht einfach. Schwierige Zeiten, umso wichtiger, dass wir reden. Ich glaube, das ist der Punkt, auf den wir immer wieder zurückkommen. So what, was soll das Ganze? Jetzt habe ich Ihnen gesagt, es ist unsicher. Okay, alles gut, wussten wir schon vorher. Wir sehen einfach, dass das Konsequenzen hat, auch für Wahlkämpfe. Erstens werden Wahlkämpfe wichtiger. In diesen Zeiten gibt es einfach weniger Selbstverständlichkeiten des Wählerverhaltens. Das heißt es, wo Sie vielleicht früher gesagt haben, ich war immer Anhänger von XY, ich werde es auch in Zukunft immer sein und ich wähle die auch immer, so ist es bei einigen noch, vielleicht auch hier im Saal, aber bei anderen eben nicht mehr. Wir sehen, dass sich Wahlentscheidungen, also erstens, dass Wahlkämpfe wichtiger werden, zweitens, dass Wahlentscheidungen immer weiter in den Wahlkampf quasi hineingetragen werden, hinausgezögert werden und das macht natürlich Veranstaltungen im Kleinen, im Großen, wie hier oder das TV-Duell, der Dreikampf, immer wichtiger. Das ist der Anteil der Menschen seit 1965, die von sich sagen, ich habe mich erst im Laufe des Wahlkampfs entschieden. Das, was wir in der Wahlforschung die Spätentscheider nennen, der Albtraum aller Demoskopen natürlich, weil man nicht weiß, was die dann am Ende wirklich machen, ob sie gehen und wenn ja, was sie wählen. Und Sie sehen, inzwischen ist es fast so ein Anteil von 50%. Jeder Zweite entscheidet sich erst spät, heißt für Sie, können Sie gewinnen oder auch verlieren, je nachdem, wie Sie auch dann sich präsentieren im Wahlkampf. Also spannende Zeiten, unsichere Zeiten. Mein letzter Punkt, wie gehen Menschen mit Unsicherheit um? Joachim Gauck, der frühere Bundespräsident, hat mal gesagt, Angst macht kleine Augen und enge Herzen. Also Unsicherheit, Verängstigung führt dazu, dass wir eher sozusagen unseren Blick verengen. Das wäre nicht so gut, weil das würde vielleicht dazu führen, dass wir auch einfache Lösungen bevorzugen, weil wir einfach sozusagen nicht so gut mit der Unsicherheit umgehen können. Angela Merkel hat 2013 gesagt, Sie kennen mich. Auch das, ich will, darum geht es mir nicht, ich will gar nicht. Der Punkt ist, auf den sie hier anspielt, vertrauen Sie mir. Die Zeiten sind unsicher, aber vertrauen Sie mir. Auch das ist eine Reaktion auf Unsicherheit. Und der letzte Punkt, Wissenschaftler, Kollegen aus den USA haben ein Buch geschrieben, Effective Intelligence and Political Judgment, wo sie argumentieren, Angst
evolutionär begründet. Wenn ich hier Angst habe, dass hier vielleicht irgendwo der Bär sitzt, der mich tötet, bald oder aufisst und damit auch in der Regel tötet, führt dazu, dass ich mich informiere, dass ich diese Unsicherheit auflösen möchte. Und dann könnte man sagen, ist nur der verunsicherte Bürger, wenn er denn wirklich so reagiert, dass er anfängt, sich zu informieren, der wäre dann ein richtig guter Bürger und natürlich auch eine gute Bürgerin, weil sie sozusagen anfängt, sich zu informieren. Insofern könnte man sagen, letztlich wie die Unsicherheit, was die mit uns macht, wer auch seinen Vorschlag, wie wir mit Unsicherheit umgehen sollen, ob es die Augen eng macht, ob es zu Vertrauen führt, ob es zu viel Informationen führt, je nachdem, wie die Unsicherheit uns beeinflusst, das ist sozusagen letztlich wahlentscheidend. Also die Folgen der Unsicherheit sind selber auch unsicher. Damit bin ich fast am Ende. Ich habe noch einen kleinen Appell und dann übergebe ich sofort an Wolfgang Schröder. Werbung. Keine Angst, ich verkaufe Ihnen erst gleich was. Aber mir geht es noch um was anderes. Was wir hören werden in diesem Wahljahr ist sowas hier. Parteien zur Bundestagswahl 2017. Die Schnelle habe ich nur das hier heute gefunden. Sehen Sie es mir nach. Für den Inhalt der Spots sind ausschließlich die Parteien politischen Vereinigungen verantwortlich. Das müssen die öffentlich-rechtlichen Sender und auch die privaten immer mitsenden. Da gibt es sicher auch gute Gründe für, damit die Zuschreibung einfach klar ist an der Stelle. Es hat allerdings auch immer diesen leichten Warnhinweischarakter. Achtung, da kommt jetzt was von einer Partei. Und da sollten wir alle vielleicht ein bisschen aufpassen, dass wir die gute alte demokratische Institution des Wahlkampfs nicht als so ein billiges Ritual abtun, bei dem es um nichts geht, sondern eigentlich geht es um was ganz Großes. Und insofern, wenn Journalisten dann auch gerne mal sagen, oh, jetzt fallen sie aber in Wahlkampfmodus und das ist sehr abschätzig gemeint, dann sollte man eigentlich sagen, lieber Journalist, liebe Journalistin, das ist eigentlich daneben. Denn ohne Wahlkampf, ohne Alternativen bräuchten wir keinen Wahlkampf und deswegen ist es eigentlich eine gute Sache. Und der allerletzte Punkt ist dann wirklich Werbung. Wolfgang Schröder hat es gesagt, wir machen manchmal auch so ganz verrückte Sachen, unter anderem einen YouTube-Channel, wo wir manchmal so ein paar Dinge wie zum Beispiel Demoskopen, Gewichten aufgreifen. Also wenn Sie noch mehr wissen wollen, was ich Ihnen hätte sagen können, aber wofür die Zeit heute Abend nicht gereicht hat, dann können Sie auf YouTube unseren Channel was mit Wahlen suchen. Jetzt höre ich auf, wünsche Ihnen eine tolle Diskussion und danke sehr, sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus